Werbejournal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. Die ersten Nachrichten für 2018 unter anderem damit: Knallen und Löschen, Einsatzkräfte in Silvesternacht. Tippen und Buchen aus dem Sparkassenarchiv. Und Driften und Punkten, das war die RZ 2017. Glück auf, herzlich willkommen im Jahr 2018. Wir hoffen, Sie sind gut reingerutscht in das neue Jahr, das uns so viel verspricht, aber doch noch so viele Unbekannte enthält. Ihnen wünschen wir auf jeden Fall Gesundheit, Kraft und Erfolg für die nächsten 12 Monate. Die Nachrichtenredaktion von RZTV wird auch wiederum alles daran setzen, Sie so gut und umfassend wie möglich über das aktuelle Geschehen hier im Erzgebirge zu informieren. Wir werden in den nächsten beiden Wochen aber auch noch einmal Rückschau halten auf die vergangene Dekade. Zunächst aber die Nachrichten, die mit der Silvesternacht beginnen. Es ist alle Jahre das gleiche Bild. Zum Jahreswechsel müssen Polizei, Rettungs- und Hilfsdienste besonders oft ausrücken. In Aue wurde schon am Abend ein Mercedes beschädigt. Der war in der Ernst-Bauch-Straße abgestellt. Ein Feuerwerkskörper explodierte hier direkt am Fahrzeug und setzte es im Frontbereich in Brand. Ersthelfer hatten mit einem Feuerlöscher schon größere Flammen gelöscht und hier wohl Schlimmeres verhindert. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. In Schwarzenberg-Heide löste gegen 22.35 Uhr ein vermutlich absichtlich auf einen Balkon geworfener Silvesterböller einen Brand aus. Der Feuerwerkskörper setzte dort Gegenstände in Brand, sodass die Feuerwehr anrücken musste. Ein Übergreifen der Flammen auf Wohnungen des Plattenbaus am Lindengarten konnte verhindert werden. Ein weiteres Mal rückten die Einsatzkräfte aus Schwarzenberg eine halbe Stunde nach Mitternacht aus. Diesmal in die Brückenbergstraße. Hier stand ein Auto in Flammen. Aufmerksame Anwohner hatten bereits begonnen, mit eimerweise Wasser die Flammen zu löschen und damit wohl Schlimmeres verhindert. Zur Schadenshöhe wurde noch nichts bekannt. Gegen um eins brannte in Aue ein Altkleidercontainer auf dem Neustädtler Weg. Offenbar hatten ihn Unbekannte mit einem Feuerwerkskörper in Brand gesteckt. Die Kameraden mussten den Container öffnen, um den Inhalt herauszuziehen und ordentlich ablöschen zu können. Der Sachschaden wird hier auf rund 2.000 Euro geschätzt. Eine Buswarte ist in der Geierischen Straße im Thumer Ortsteil Jansbach durch gezündete Feuerwerkskörper erheblich beschädigt worden. Teile des Daches sowie der Seitenwände wurden weggesprengt. Passiert ist dies vermutlich gegen 22.45 Uhr am 31. Dezember. Zu dieser Zeit hatte ein Zeuge einen Knall gehört. Auf rund 2.000 Euro beläuft sich der geschätzte Schaden. Die örtliche Feuerwehr war im Einsatz. Teile eines vermuteten Sprengkörpers wurden sichergestellt und Ermittlungen wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen. Zwar ist es nichts Ungewöhnliches, wenn ein Auto in einer Garage fährt, es wird aber zu etwas Ungewöhnlichem, wenn es unabsichtlich passiert. So geschehen am Nachmittag des 30. Dezember in Lößnitz. Ein 18-Jähriger wollte von der Schneeberger Straße nach rechts in den Stadtschreiberweg einbiegen. Offenbar, so zumindest beschrieb es der junge Mann der Polizei, gab es einen technischen Defekt an seinem Corsa. Er kam von der Straße ab, hob an einem Erdwall ab, beschädigte ein Verkehrszeichen und schlug dann in zwei Garagen ein. Der Fahrer und seine 15-jährige Mitfahrerin wurden dabei verletzt und mussten ambulant behandelt werden. Der Opel ist Schrott.
Der Schaden an den beiden Garagen wird mit jeweils 2000 Euro angegeben. Es besteht Einsturzgefahr. Ein Honda darin wurde ebenfalls beschädigt und musste durch einen Abschleppdienst aus der Garage geborgen werden. Schaden hier 4000 Euro. Das Verkehrszeichen kostet nochmal 250 Euro. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Den genauen Unfallhergang ermittelt nun die Polizei. Mit dem Start ins neue Jahr nimmt auch das Landesamt für Schule und Bildung seine Arbeit auf. Unter dem Dach der oberen Landesbehörde werden die bisherige Sächsische Bildungsagentur und das Sächsische Bildungsinstitut zukünftig mit mehr als 700 Bediensteten vereint. Der bisherige Direktor der Bildungsagentur, Ralf Berger, wird mit Wirkung vom 1. Januar 2018 die Position des Präsidenten des Landesamtes für Schule und Bildung übernehmen. Mit Herrn Berger haben wir einen ausgewiesenen Fachmann der sächsischen Bildungslandschaft für diese verantwortungsvolle Aufgabe benannt. Ich wünsche ihm alles Gute, viel Kraft und Erfolg, so Sachsens Kultusminister Christian Piwarz. Das Landesamt hat seinen Sitz in Chemnitz. Die bisherigen Standorte der Bildungsagentur und des Bildungsinstituts bleiben erhalten. Ziel der Fusion ist eine Bildungsverwaltung aus einer Hand. Damit fungieren für Bürger und Lehrkräfte nicht mehr zwei Behörden mit unterschiedlichen Aufgaben als Ansprechpartner. Alle am Schulleben Beteiligten können sich mit ihren Anliegen künftig alleinig an das Landesamt wenden und Unterstützung erhalten. Ziel ist auch eine leistungsfähige Schulverwaltung, die den hohen Anforderungen bei der Absicherung des Unterrichts und der Gewährleistung der Qualität von Schule entspricht, so Kultusminister Piwarz. Die beliebten Frühlingsspaziergänge, hier Archivbilder, gehen in diesem Jahr in die 15. Runde. Ab April können die Sachsen ihre Wanderschuhe schnüren und erneut an zahlreichen geführten Wanderungen und Exkursionen in die Natur teilnehmen. Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft ruft auch im Jahr 2018 wieder dazu auf. Noch bis zum 2. Februar 2018 können sich Vereine, Gruppen und Verbände, aber auch Einzelpersonen aus dem Freistaat melden, die einen Spaziergang vorschlagen oder selbst führen wollen. Sich informieren oder einen Frühlingsspaziergang anmelden, kann man unter www.frühlingsspaziergang.sachsen.de. Offizieller Auftakt für die Frühlingsspaziergänge wird am 22. April 2018 im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft sein. Im vergangenen Jahr lockten rund 250 Wanderungen und Exkursionen tausende Wander- und Naturfreunde ins Freie. Die Frühlingsspaziergänge werden mitfinanziert durch Mittel des Freistaates Sachsen. Gleich sehen Sie unter anderem historische Buchungsmaschinen. Damit wurde die Arbeit der Sparkassen in längst vergangener Zeit erledigt. Kaum vorstellbar, welcher Aufwand damals betrieben wurde im heutigen Computerzeitalter. Bei dieser Ausstellung handelt es sich um eine sogenannte Dauerausstellung des historischen Archivs, die hier einen Abriss über die Geschichte der Sparkassen im Erzgebirgskreis zeigt. Die Erzgebirgssparkasse verfügt hier in Schwarzenberg über die größte sparkassenhistorische Sammlung in Deutschland. Hier in der Ausstellung ist nur ein Bruchteil unseres gesamten Bestandes ausgestellt. Circa 1000 Exponate, aber der weitaus größere Teil, schätzungsweise circa 95%, lagern in den Depots hier im Haus. Thank you.
ja hier im Eingangsbereich zur Ausstellung haben wir unsere Wurzeln dargestellt. Angefangen mit den Gründungsurkunden verschiedener Institute. Die älteste Gründungsurkunde ist ausgestellt 1840 und beinhaltet die Gründung der Stadtsparkasse Zschopau am 1. August 1840. Interessant, dass diese Gründungsurkunden noch von den sächsischen Königen unterschrieben worden sind. Hier haben wir zum Beispiel die Unterschrift von Friedrich August und die Unterschrift von König Johann. Wir befinden uns hier im Raum, der die 20er Jahre darstellt. Und hier kommen wir wieder auf unseren Weltspartag zurück. Der Weltspartag war ja Ausgangs der Inflation und die Sparkassen mussten das Vertrauen, das sie durch die Inflation verloren hatten, erstmal wieder gewinnen. Und deshalb wurde ein Sparkassenkongress in Mailand 1924 veranstaltet, dessen Abschlussprotokoll am 31. Oktober unterzeichnet wurde. Und dieses Abschlussprotokoll bildet den Ausgangspunkt für den Weltspartag. Es wurde dann erklärt, gut, wir feiern diesen 31. Oktober und hier in Sachsen oder in den deutschen Ländern durch die Reformation dann schon am 30. Oktober. Wir haben versucht, die Inflation mal bildlich darzustellen. Und zwar in der Kassenhaube liegt gebündelt Geld im Wert von 1 Billion. Und die 1 Billion war am Ende der Inflation noch 1 Rentenmark. Damit wollen wir vor allen Dingen unseren Schülern mal darstellen, was Inflation heißt und wie das Geld abgewertet wurde. Ja, die 30er Jahre haben wir dann versucht, mit einem ehemaligen Direktorenzimmer darzustellen. In unserem speziellen Fall ist das das Direktorenzimmer der Auer Stadtbank von 1938. Original noch so erhalten, bis auf die Holztäfelung, die haben wir nachbauen lassen. Aber ansonsten alles die Einrichtung, wie sie 1938 beim Direktor vorhanden war. Bei der Sparkasse war es so, der kleinste einzuzahlende Betrag war 1 Mark. Und um aber auch kleinere Beträge mal ansparen zu können, wurden dann Sparmarken und dieser Sparautomat entwickelt. Hier haben wir einen typischen Schalter aus der DDR-Zeit nachgestellt mit 2 Schalterplätzen, einer Kassenhaube im Hintergrund mit Schreibmaschine und Schreibtisch, Tresor sowie einer typischen Wandzeitungsecke und Brigadetagebuch. Wir sehen einen Fernschreiber, der allerdings in den größeren Stellen nur anzutreffen war.
Es ist schon schade, dass die Rallye Erzgebirge im vergangenen Jahr ohne Meisterschaftswertung auskommen musste. Aber so wie es aussieht, ändert sich das in diesem Jahr. Der ausrichtende ADAC hat in seinem nunmehr veröffentlichten Rennkalender der ADAC Rallye Masters und der Deutschen Rallye Meisterschaft DRM die 18. ADMV Rallye Erzgebirge aufgenommen. Terminiert ist sie auf den 28. und 29. September dieses Jahres. Mit an den Start gehen werden dabei auch die Fahrer des ADAC Opel Rallye Cup. Die Fans werden sicher begeistert sein und wir schauen heute noch einmal auf die Erze 2017 zurück. Es war ein herrlicher Frühlingstag und 85 Teilnehmer waren bereit für den Start der 54. ADMV Rallye Erzgebirge. Zwar wieder ohne Meisterschaftswertung, dafür aber wieder angeschlossen die 5. ADMV Rallye Erzgebirge Historik. Punkt 12 Uhr schickte Streckensprecher Alfred Gorny bei frühsommerlichen 20 Grad die 85 Teilnehmer vom Stolberger Marktplatz auf die Reise ins Erzgebirge. Keine halbe Stunde später fand gleich nebenan im kleinen Ortsteil Oberdorf die erste der 6 Wertungsprüfungen statt. Und dort sollten sich gleich zu Beginn die Ereignisse überschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Ehepaar Ruben und Petra Zeltner hatte im gemieteten Mitsubishi Lancer Evo 10 gerade die erste Richtzeit über die 11,5 Kilometer lange Wertungsprüfung gesetzt. Da kam ihr ärgster Konkurrent Sepp Wiegand mit Beifahrer Alexander Rath kurz vor dem Ziel von der Strecke ab und landete auf einem Acker. Der Zwönitzer, der sonst Landrat Frank Vogel im Auto sitzen hat, und sein Beifahrer aus Trier blieben unverletzt. Der Citroën DS3 nahm den unfreiwilligen Ausritt dagegen nicht einfach so hin. Das Duo musste aufgeben, ohne überhaupt schon mal richtig angegriffen zu haben. Eine bittere Pille für Wiegand, der ohnehin nur noch selten bei Rallyes starten kann. Die Bestzeit mit 22 Sekunden ging an Ruben Zeltner. Zu diesem Zeitpunkt war der allerdings nicht in Führung. Der 8-fach-Erze-Sieger fand sich auf Platz 12 wieder. Die Erklärung dafür ganz einfach. Ein Stempelfehler an einer Zeitkontrolle gleich zu Beginn der Rallye. Platz 3 übernahmen nur kurz Bernd Michel mit Bernd Hartbauer. Denn auf dem folgenden Rundkurs in Grünhain streikte die Antriebswelle, sodass auch für sie die Rallye viel zu schnell vorbei war. Bis zur Halbzeit nach der 3. Wertungsprüfung in Gelenau hatten die Zeltners alle Bestzeiten für sich notiert. Das machte schon Rang 3. Julius Tannert führte die Rallye zu dem Zeitpunkt an. Der bereitete sich für die eine Woche später stattfindende Corsica WM Rallye vor, zum ersten Mal mit seinem Ford Fiesta R2. John Macht war zwar mit 0,08 Sekunden dahinter, musste aber seinen Evo 6 mit technischen Gebrechen nach der 3. Wertungsprüfung auf den Hänger laden. Mit 3 weiteren Bestzeiten in der 2. Schleife übernehmen Zeltners zunächst die Führung und gewinnen am Ende die ADMV Rallye Erzgebirge zum 9. Mal. Und ja, es geht noch. Tannerts erster Test im Ford Fiesta R2 endet mit einem ungefährdeten 2. Gesamtrang. Dritte wurden Mario Czok und Beifahrer Andy Tenschik.
Ken Milde, Vorjahressieger des DMSB Rallye Cups, und Jean Ihlefeld, zwischenzeitlich mal auf dem dritten Platz liegend, kamen zum Schluss auf dem vierten Gesamtrang ins Ziel. Und auf Platz 5 erreicht der amtierende ADMV-Rallye-Meister Rico Sonntag mit Beifahrerin Jacqueline Dietzel das Ziel. Eine klasse Leistung, zumal er erstmals mit einem gemieteten Citroën C2 R2 unterwegs ist. Ebenso sehr kann sich das heimische Duo Veit König und Dr. Henry Wichura über den sechsten Gesamtplatz und einen Klassensieg freuen. Die fünfte ADMV-Rallye-Historik erlebte ebenfalls eine Überraschung, denn bei den Stoppuhr-Experten gewinnt ein junges Ehepaar aus Bad Rappenau in Nordbaden. Durch viele kleine Ausritte, meist waren es nur Blechschäden, Ölspuren und liegengebliebene Teilnehmerfahrzeuge, kam es immer wieder zu Unterbrechungen und Verzögerungen. Der Zeitplan geriet arg ins Hintertreffen. Und schließlich erreichten das Ziel nur 59 der 85 gestarteten Duos. Der Motorsport nimmt in Sachsen einen hohen sportlichen und gesellschaftlichen Stellenwert ein. Das zeigten die vielen Zuschauer, die bei herrlichem Frühlingswetter die Streckenränder im Erzgebirge säumten. Schade, dass es bei der Erze keine Meisterschaftspunkte mehr gibt, ist doch die Zuschauerresonanz um ein Vielfaches besser als rund um Zwickau. Die ersten Veranstaltungstipps im Jahr 2018. Als Frau des ehemaligen Schwarzenberger Kantors Christoph Zimmermann dürfte Dorothea Zimmermann noch einigen im Gedächtnis sein. Gemeinsam mit ihrem musikalischen Partner Hartmut Sauer gastiert sie als Duo Sassoni am 13. Januar auf Schloss Schwarzenberg. Im Programm Nocturne wandelt das Duo ab 17 Uhr durch die Nacht der Romantik, taucht in Lieder und Geschichten ein, in die Faszination des Verborgenen. Weitere Informationen und Karten für das Konzert unter Telefon 03774 50 58 51 oder www.schlossschwarzenberg.de. Die traditionelle Januarschau im Haus des Gastes Erzhammer lockt alljährlich tausende Besucher nach Annaberg-Buchholz. Die neue Ausstellung Sammlerwelten präsentiert vom 13. Januar bis 4. Februar die große Vielfalt erzgebirgischer Volkskunst, die passionierte Sammler mit Liebe und Leidenschaft über viele Jahre zusammengetragen haben. Bis es soweit ist, empfiehlt sich ein Besuch in einem der anderen Museen in der Kreisstadt. Im Erzgebirgsmuseum stehen historische und aktuelle Geschenke im Blickpunkt der Schau. Unterm Tannenbaum heißt es dort. Der Frohnauer Hammer präsentiert bis zum 3. März die Ausstellung »Es war einmal – Eine Reise in die Welt der Märchen«. Eine Sammlerin stellt ihre Schätze, darunter Bücher, Schallplatten, Filme, Puppen, Märchenspiele und alte Sammelbilder vor. In der Manufaktur der Träume werden in der Sonderschau bemalte Spanschachteln, zauberhafte Märchenmotive gezeigt. 34 der kleinen Kunstwerke schuf der Künstler Günther Hofmann. Hinzu kommen Spanschachteln aus den Sammlungen von Erika Pohl-Ströher, speziell von der Lopesa Sammlungs GmbH Gelenau, sowie aus dem Bestand der Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz. Das waren also die ersten Nachrichten des Jahres 2018 hier bei ERZ-TV. Mehr davon auf erztv.de und auf unserer Facebook-Seite. Und kaum zu glauben, aber die Bilder beweisen es gleich in den Wetteraussichten. 2017 hatten wir Ostern gar im Schnee gefeiert. Mal sehen, wie es 2018 aussehen wird. Ist ja alles relativ zeitig diesmal. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Wir kommen morgen wieder. Einen angenehmen Abend Ihnen. Glück auf!